Eine Busfahrt auf den Gaisberg. Doch aus dem Auspuff kommt keine stinkende Wolke, sondern Wasserdampf. Die Salzburger AG testet gemeinsam mit mehreren Projektpartnern im Rahmen des CEMOS-Projekts einen wasserstoffbetriebenen Bus. CEMOS steht für Zero Emission Mobility Salzburg. Das Projekt dient der Energiewende, denn die kann nur mit einer Verkehrswende gelingen. Also wir versuchen weg von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern und versuchen im Rahmen des Projektes zwei unterschiedliche Technologien zu vergleichen. Das eine ist die Batterie und das andere ist der wasserstoffbetriebene Bus in dem Fall, wie man hinter mir sieht. Und das versuchen wir im Linienbetrieb zu bringen und testen die Fahrstrecken dann mit beiden Technologien und vergleichen dann die Fahrzeugwerte und versuchen dort so Erkenntnisse zu bekommen, welche Technologie bestmöglich geeignet ist für den Einsatz und den Fahrzweck. Getestet wird auf verschiedenen Fahrstrecken, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Wir vergleichen Stadtverkehr, wir vergleichen Überlandverkehr, aber auch im alpinen und ländlichen Raum. Das heißt, man versucht da im Projekt zu schauen, im Sommerbetrieb, als auch im Winterbetrieb, also Temperaturunterschiede, das spielt auch auf die Batterie entsprechend einen Einfluss. Und die Literatur sagt, dass da eben der Wasserstoff, gerade wenn es kälter ist, entsprechende Vorteile hat. Und das schauen wir uns aber im Live-Test sozusagen an, ob das wirklich stimmt und ob das auch für die Zukunft, also für den Stand der Technik auch zutrifft. Deshalb werden über viele Monate hinweg jede Menge Daten gesammelt. Verbrauchsdaten sind da ein Thema, also wie weit kommt man mit einer Tankfüllung. Wir schauen uns die Verbräuche auf die Topografie bezogen an, wie viel ist am Ende des Tages dann noch übrig von der Energie. Was wir uns auch anschauen, ist vom Linienbetrieb her den Tankvorgang an sich. Der E-Bus hat eine entsprechende Ladedauer, der Wasserstoffbus hat da seine Vorteile, weil der schneller getankt werden kann. Und das sind so die Kernpunkte, die wir uns anschauen. Und eben sich Vorteile für den Linienbetreiber, wo dann der Bus auch fahren soll, auch erwarten, diese zu beantworten. Ein Nachteil für den Wasserstoffbus ist derzeit jedenfalls die Tankinfrastruktur. Öffentliche Wasserstofftankstellen gibt es in Salzburg noch nicht. Für das Projekt wurde deshalb eine mobile Tankstelle aufgebaut. Die Ladeinfrastruktur vom Wasserstoff, die steckt noch etwas in den Kinderschuhen. Die ist im großen Stil noch nicht verfügbar. Wir wollen ja auch klimaneutralen, grünen Wasserstoff betanken und verfahren, damit er CO2-frei ist. Bisher gibt es in großen Mengen in der Industrie und auch in Österreich den grauen Wasserstoff, der fossil hergestellt ist. Und wir wollen natürlich auch diesen grünen Wasserstoff, wenn es geht, in Salzburg erzeugen. Wir beschäftigen uns auch intensiv damit für eine Elektrolyseanlage, schauen uns das ganz genau an. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann werden wir wahrscheinlich auch als Salzburger AG den grünen Wasserstoff zur Verfügung stellen können. Fest steht, grüner Wasserstoff wird bei der Energiewende eine Rolle spielen. Wo und wie die Technologie im öffentlichen Verkehr, aber auch im Schwerverkehr zum Einsatz kommen wird, wird sich zeigen.